Wo waren wir? Ich habe keine Ahnung. Ich hab jetzt zwei Wochen oder so nicht mehr gespielt. Ei, Gronkh. Jetzt weiß ich nicht mehr, was wir machen wollten. Gestern haben wir Creeper gejagt. Und heute, was machen wir heute? Ey, wir haben hier noch ein Gemälde. Das wollten wir noch hier hinschieben. Nein, nein. Okay. Dann hacken wir jetzt wieder mal Holz. Wie in meinem dritten, eigentlich vierten Let's Play. Der fröhliche Holzhacker. Bam, 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 bam. Ja. Oder? Das war ein bisschen zu wenig. Oder wir jagen Tinten, Säcke, Säcke. Jetzt verstehen manche dabei etwas anderes, also sage ich einfach Tintenbeutel. Wir holen uns jetzt gleich Tintenbeutel und keine Tintensäcke. Also, oder wir bauen da unten mal weiter. Die meisten, hoffe ich, wissen noch, was da unten los war. Ha. Ha. Hat jetzt ein bisschen ein Beep angehört, oder? Und ein langer, ersehnter Weg führt in die unteren Gewässer unserer. Scheiße. War ja klar, dass hier eine Höhle ist. Es war sonnenklar. Wollen wir die erkunden und uns den Kopf einschlagen lassen? Oder bleiben wir lieber hier oben in Sicherheit? Ich liebe die Gefahr, aber ich möchte gerne noch meinen Kopf behalten. Aber die Gefahr so verlockend. Mir ist gerade aufgefallen, wir müssen mal was fressen wieder. Und in unseren Landschaftsgarten mal was machen. Basteln wir uns eine Pforke und ein bisschen Krimskrams. Und dann machen wir uns den Landgarten. Da unten geht's nicht weiter. Und ich hole mir doch keine Säcke. Schüsseln. Oh. Stimmt, der Schüssel sieht das. Ich wollte eigentlich einen Eimer. Sieht doch beides gleich aus irgendwie. Ein Holzeimer aus Metall. Bravo. Einfach bravo. Eisenschwert kann ich damit bald auch ein paar Typen abstechen. Bone Meal. Knochenmehl. Ist eine grüne Flüssigkeit in einem Glas. In einer Flasche. Bone Bottle, oder? Ja, Bone Bottle. Ja, Bone Bottle heißt das, oder? Ja, auf Englisch heißt es Bone Bottle. Bone Bottle, Bone Bottle, Bone Bottle, ja. Toll, hat sie echt gebracht. Später holen wir uns ein paar mehr. Anfang war das Essen noch kein Problem, oder? Damals hatten wir doch irgendwas. Genau, wir haben Kühe abgeschlachtet, damit das Blut sich auf dem Boden ergießt. Erguss, ein Bluterguss ist das. Ein echter Bluterguss. Kann man doch gleich ein bisschen Redstone hier hin tun.
Also, jetzt muss ich mal überlegen. Genau, eine Pforke. Ich bin ein bisschen vergesslich in letzter Zeit. Wir schreiben nämlich morgen eine Englischarbeit. Also eine Englischarbeit muss ich jetzt nicht schreiben, echt jetzt. Ich habe zwar übelst gut gelernt, ich krieg wahrscheinlich eine 2, aber trotzdem. Morgen, das heißt, morgen ist Schule. Ja. Morgen ist Schule. Wollte ich gar nicht. Gut, und was kommt auf die andere Seite? Jetzt überlege ich mal, wie wär's mit ein bisschen Melonen, ja, wenn wir welche finden, wenn ihr irgendwo einen Dungeon findet, eine Höhle mit Monster spawnen ist das, dann sagt mir mal Bescheid. Und zwar auf diesem Spielstand, nicht bei euch zu Hause, das bringt mir nicht viel. Gronkh, Gronkh, Gronkh. Also, ich würde sagen, wir brauchen mehr von diesen. Ja, ein bisschen Gras noch weg, dann haben wir mehr Samen, können wir anpflanzen und mehr fressen. Damit wir sind die voll dick. Dick und kräftig. Habe ich überhaupt noch auf Easy? Ja, ich habe noch auf Easy. Also dann, bis zum nächsten Mal. Halli, halli.